Servus, meine lieben Profis, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Revelations. Wir wollen erstmal kurz zur Bank gehen und gucken, ob wir nochmal wieder neue Einnahmen haben. Was ist denn in den gefahren? Und dann schauen wir, ob wir was kaufen können und machen weiter mit der Hauptquest. Weil Nebenquest technisch können wir gerade nicht viel machen. Und auch ansonsten haben wir gerade eigentlich nichts zu tun, außer die Hauptquest zu verfolgen. Was das soll, weiß ich gerade selber nicht, wenn ich ehrlich bin. Nur zuschaut, wenn er nicht bald auf. So, auch zur Bank. Ja, Geld abheben. Ist in der Stadt und wünscht allen Bürgern die nötige Ruhe. Sie nach meinem Vater, mein Freund. Er hat keinen Zweifel, dass sein. Können wir hier noch mal eben kurz den Schmied ausbauen? Kaufen. Wird natürlich auch alles ein bisschen teurer, aber ich meine, dafür verdiene ich auch eine ganze Ecke mehr Geld langsam. Weberprinzip läuft. Karten. Da wollte ich bleiben. Auf geht's zur Hauptquest. Wir geben das Geld mal nicht sofort komplett aus. Vielleicht sollten wir auch ausnahmsweise mal wieder ein bisschen bessere Rüstung investieren. Wäre das eine Idee? Ja, einmal alles reparieren. Wir können mal kurz gucken, ob wir auch neue Rüstung oder bessere Rüstung kaufen können. Rüstungen? Die zum Beispiel. Und nebenbei noch wieder. Ah, was gemacht wieder da? WB. Da habe ich nicht genügend Geld für die Waffe, aber das ist okay. Würde ich glaube ich noch mal kurz, wie läuft's? Doch, ganz gut. Uns fehlt eigentlich nur noch ein Aussichtspunkt und ansonsten haben wir ziemlich alles fertig. Bis auf halt Main Story, Nebenstory haben wir gerade nicht. Eigentlich alles andere schon erledigt. Wir müssen zusammenhalten, um sie niederzuringen. Kachelzin, was läuft der hier mit? So. Und halt natürlich den ganzen Kram kaufen, also die ganzen Geschäfte. Aber da fehlt es uns hauptsächlich an Geld meistens. Mal gucken, was kann so ein Buchhändler, was kann der? Was haben wir da Schönes für Bücher? Schatzkarten werde ich diesmal nicht kaufen, bin ich ganz ehrlich. Assassine minus 15%. Was für diese Attentat, wenn ich meine, wenn ich die Assassinen losschicke, ich weiß es nicht. Was ist der Arzt da drin? Ich wollte ja sowieso noch mal zum Schneider, also kann ich den auch sofort kaufen. Aber du nimmst ja auch durch die Bank ein. Ich nehme grundsätzlich durch alle Geschäfte ein, die ich kaufe.
Dadurch wird das Einkommen auf pro 20 Minuten immer erhöht, egal welches Gebäude ich kaufe. Beutel. Warte mal, wie viel kostet der denn? Okay, das sind alles uninteressante Beutel tatsächlich. Na gut. Uninteressant. Gucken wir nochmal, ob wir den Arzt kaufen können. Bronze, sag ich ja gar nicht wahr. So, den Arzt kaufen wir auch noch. Okay, wir haben alles voll. Dann können wir uns jetzt der nächsten Quest widmen. Was kosten die Wahrzeichen? Die sind wahrscheinlich auch hier unsäglich teuer, ne? 41.000, ja. Das sind dann so Dinge, die wir zum Schluss machen. Hm. Nimmt sich gar einen Schnapper, ne? Der denn hier? So. So leicht kommst du nicht davon. Das ist der Assassin. Der Hund. Damit will ich nichts zu tun haben. Na gut, dann willst du damit halt nichts zu tun. Ist ja auch völlig in Ordnung. Und? Skull, ich trinke auf dich. Seid extrem vorsichtig, wenn ihr Steine und Marmor aus erdbebengeschädigten Bauten entfernt. Ich klaue die Leute hier immer aus Versehen und dann werde ich wieder bekannt. Hallo. Schon wieder aus Versehen beklaut. Ich kann da noch gar nichts für. Schande über dich, Abschaum! Miese Tyrannen! Redet er über mich? Was habe ich getan? Vergebt mir, bitte! So, die beiden da unten wollen, die vier da unten wollen plötzlich nichts damit zu tun haben. Schön. Tausend Dank, mein Freund. Aber jetzt bin ich wieder anonym. Hm, nicht genügend Geld. Ist ja doof. Dich und eventuell Lilly später mal was fragen. Was soll ich jetzt fragen? Nur schreibst du mir eben den WhatsApp.
Weiß zwar nicht, ob das richtig ist, dass ich hier hoch muss. Aktuell wüsste ich es nicht besser. Tatsächlich ist hier oben die Quest. Das ist wild. Zeichen und Symbole, Teil 1. Akzeptieren. Was bedeutet das jetzt? Dass ich dahin muss. Okay. Ich hoffe, ich kann von hier aus bis in den Heuhaufen springen. Okay. Die Frage wurde geklärt. Das funktioniert. Gefragt. Naja, ich guck sofort, wenn die Folge vorbei ist. Zwischen den Folgen guck ich da mal eben. Ein Buch. Kann er überhaupt lesen? Frag für einen Freund. Mist. Wollte mich irgendwo abfangen, aber hat nicht so gut geklappt. Wie alles nach Plan, nur der Plan war beschissen. Klingt nach meinem Plan. Ey, ich glaube, was deine Pläne funktionieren wohl. Na, wobei. Ich will da nichts sagen, aber irgendwie den Plan, den du hattest für unsere Unterkunft bei Seven Days to Die, hat nicht so gut funktioniert. Aber immerhin hattest du einen Plan, ich habe nämlich gar keinen. Ah, schon wieder aus Versehen bestohlen, Mist. Also ich habe überlebt. Die Horde ist doch noch gar nicht durch, die zweite. Und den Plan, den du dafür hattest, den wir getestet haben, der hat definitiv nicht funktioniert. Ich muss irgendwie nach da hinten hinkommen. Wenn ich die Mechanik kennen würde, könnte ich dementsprechend agieren. Ich glaube dir das jetzt einfach mal, okay? So, da hinten ist ein Fährmann, dann können wir auch rüberfahren. Alquini lassen, na. Wobei, dir ist alles gut. Ich hoffe, du bist gut in den Montag gechartert, in die neue Woche. Das klingt nicht so, als würdest du mir vertrauen. Doch. Wenn ich jemand vertraue, dann dir. Wenn ich jemand vertraue, dann dir.
Könnte mal kurz da hinten den Assassinen rekrutieren. Das ist auf der anderen Seite von der Mauer. Ich muss ja auch auf die andere Seite von der Mauer. So. Oh, es gibt sogar eine Aufgabe, um den zu rekrutieren. Bitte, bitte hilft mir. Findet den Mann, der mir das antat. Ihr müsst zu einem Heiler. Nein, keine Zeit. Der Mann, der mir das antat, sucht nach meinem Weib und meiner Tochter. Wenn er sie findet, Gott weiß, was er tun wird. Wenn ihr ein gerechter Mann seid, Arkadashim, bitte lasst dieses Monster nicht meine Familie zerstören. Ich kümmere mich darum. Geh mal rein. Gut den Montag gestartet. Ich habe nicht im Lotto gewonnen. Ja gut, wenn das die Bedingungen für einen guten Start in den Montag sind, dann würde ich sagen, haben die meisten keinen guten Start in den Montag. Des Sultans und der legendären Qualität. Und ich dachte immer, mit dem Alter wird man ruhiger. Ich habe mich gerade eiskalt alt genannt. Ich hab den fast verpasst, den Typen. Komm, traut euch. Haben Lotto gewonnen, 10 Euro. Nice. Also bei mir und Chatty ist alles gut, doch. Also, ich kann zumindest von mir reden, aber bisher hat der Chat sich irgendwann nicht beschwert. Nico ist alt, habe ich auch so gehört. Hey. Ich fühle mich aber noch gar nicht alt. So. Problem gelöst. Es ist vollbracht. Wie fühlt ihr euch? Meine Wunden werden heilen. Und mein Herz ist froh, dass meine Familie in Sicherheit ist. Was schulde ich euch? Schließt euch uns an, wenn es euch besser geht. Wir können einen Mann mit Ehre gebrauchen. Evid, das werde ich. Ganz sicher. Sah der vorhin auch schon so aus wie angesprüht? Ich weiß ja nicht. Man ist nur so alt, wie man sich fühlt, dann bin ich tatsächlich sehr jung. Warte mal, das war falsch. Das war falsch. Da wollte ich hin. Aus eindeutig ein paar 7TV-Emotes. Ja, ich werde mich noch mit sehr vielen Sachen auseinandersetzen müssen. Ich bin sehr froh, dass im Discord der Bot jetzt läuft. Also der hat sich irgendwie von selbst repariert. Also der Discord-Bot hat sich einfach selbst repariert. Das fand ich echt gut, wenn ich ehrlich bin. Also damit ist der Discord tatsächlich jetzt so weit, wie ich es erstmal haben wollte, zu 100% funktionsfähig. Und jetzt kann ich mich mit ein paar Sachen anderen Sachen auseinandersetzen. Spätestens zum Silent Hill Remake Release möchte ich auch ganz gerne noch gucken, dass ich einen Impulsmesser drin habe. Bei mir im Stream, weil den hätte ich tatsächlich ganz gerne fürs Let's Play und für das ganze Projekt. Lass mich raten, ich muss da gar nicht außen klettern, ich muss da reingehen, oder? Also ein paar Sachen möchte ich auf jeden Fall noch machen. Ich wollte mich demnächst mal mit einem Programm beschäftigen, wo ich in-game bei VR-Spielen den Chat einblenden kann. Damit ich dann ein paar Games auch in VR spielen kann. Und den Chat noch lesen kann dazu. Ne, da rein kann ich nicht.
Ich habe einiges vor. Um den Puls vom Chat zu messen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Muddle hat ja auch so ein Ding bei sich integriert bei einigen Games. Aber ich fühle mich schlecht, wenn ich ihr jetzt schon wieder auf die Nerven gehe mit irgendwelchen komischen Fragen. Ein Messer, das pulsiert. Ja, so ähnlich. Ich komme hier auch irgendwie einfach nicht hoch, ne? Recht. Jetzt komme ich hoch. War einfach nur zu dusselig, die Tastenkombi richtig zu machen. Also geplant sind doch einige Dinge, die ich optimieren möchte hier im Stream und einfügen möchte. Da muss ich mir dafür einfach mal Zeit nehmen und nicht einfach immer streamen. Aber weiß ich nicht. Mach das zu gerne. Plant bessere Mod? Nee. Nee. Weiß zwar nicht, was ich da oben gerade eingesammelt habe, aber es war, glaube ich, wild. Kein guter Mod, doch. Ich finde schon. Turm, wie es da weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, Videobeschreibung abchecken, dort findet ihr alle Links zu Social Medias und dann am Twitch. Bis dahin, viel Spaß mit den Videos, euer NicoTube. Cheerio!